Hallo und herzlich willkommen. Heute macht man eine Übungsform, und zwar, ich nenne das asymmetrisches Drive. Im Gegensatz zur normalen Drive-Übung, wo man eben gleich weit vom Netz entfernt ist und die Bälle etwa waagerecht sich zuspielt, ist das asymmetrische Drive eben, einer ist etwa einen Meter nach hinten versetzt vom Netz und der andere dementsprechend weiter nach vorne, sodass einer eben die Bälle immer nach unten spielen kann und der andere die Bälle nach oben spielt. Als erstes der offensive Part. Hier steht man ja knapp hinter der Aufschlaglinie und Schläger nach vorne. Das Driven an sich habe ich letztes Mal in meinem Drive-Tutorial erklärt. Hier ist eben das Wichtige, man spielt die Bälle fast ausschließlich mit Vorhand, weil man hier im Angriff ist und die Bälle dann nach unten spielt. Achten muss man dabei, dass man eben vom Winkel her, man ist ja trotzdem noch ein Stück weit hinterm Netz, dass man sie nicht zu steil nach unten spielt, weil sie sonst im Netz landen, dass man also immer den Winkel anpasst, je nachdem, wie weit man noch vom Netz weg ist. Wenn der Ball langsamer kommt oder defensiver kommt, kann man auch hier nach vorne rutschen. Desto weiter man vorne ist, desto steiler kann man nach unten spielen. Diese Übung hier als der offensive Part simuliert relativ gut, wenn man in einem Doppel spielt und der vordere Partner ist, von hinten wird Druck gemacht und hier kommen die Blocks oder die schnellen Drives, also defensive, zurück. Beim defensiven Part steht man einen guten Meter hinter der zentralen Position, schön tief im Schwerpunkt, wie eben in der Doppelabwehr. Zur Doppelabwehr habe ich ein eigenes Video, wer das anschauen mag. Und hier eben Schläger schön weit vorne, Daumen drauf und hier schön mit Rückhand, ganz kurzen Bewegungen, den Ball wieder nach oben spielen. Das simuliert eben sehr gut, wenn man im Doppel in der Verteidigung ist, Seite, Seite, und dann hier versucht, schnell an dem Vordermann den Ball vorbeizuspielen.